Wer kann sich noch an die Serie Pfefferkörner erinnern? Eine Gruppe Jugendlicher ist bösen Verbrechern auf der Spur und kein Kriminalfall scheint zu schwer. Abgesehen von mehreren Pausen läuft die Serie bereits seit 1999. Einige Darsteller verkörperten die unterschiedlichen 10 Pfefferkörner-Gruppen. Die legendärste und auch erste Gruppierung war die mit Jana, Cem, Tascha, Fiete und Vivi. Die 5 Darsteller spielten ihre Rollen bei den Pfefferkörnern von 1999 bis 2004. Seither sind einige Jahre vergangen und wir fragen uns, wie sehen sie heute aus? Aus Vivi ist eine attraktive junge Frau geworden. Nach den Pfefferkörnern hatte Aglaja Briggs 2013 noch eine Statistenrolle in dem Film Hänsel und Gretel – Hexenjäger. Seither hat sie sich aus dem Schauspielbusiness zurückgezogen und arbeitet als Model und Fotografin. Und was wurde aus ihrem TV-Bruder Fiete? Julian Päth, der den schnuckeligen Jugendlichen darstellte, hatte nach seiner Zeit bei den Pfefferkörnern noch einige Gastauftritte in Serien, zuletzt 2014 in Held. Tascha, die Freundin von Fiete, wurde von Vjesna Ferkic dargestellt. Mit Pfefferkörner gelang ihr der große Durchbruch. Sie ist bis heute als Schauspielerin aktiv. Ihsan Ay war 12, als die Dreharbeiten zur ersten Staffel begannen und er Cem verkörperte. Heute hat er nichts mehr mit der Schauspielerei am Hut. Ich habe schon zum Ende meiner Zeit bei den Pfefferkörnern gewusst, dass ich kein Schauspieler werden möchte, erklärte er in einem Interview mit der Fink.Hamburg. Und was wurde aus Jana? Auch Anna-Elena Herzog ist heute nicht mehr als Schauspielerin aktiv.